Freunde der Fotografie und des Photoshops, heute ein weiterer Quick-Tipp in Photoshop von mir. Und zwar geht es um die Aktionen und wie man damit seinen Workflow beschleunigen kann. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe extra, wie ihr vielleicht wisst, normalerweise hier ganz viele Aktionen drin in meinem Aktionsfenster. Die habe ich jetzt einmal rausgeschmissen, um euch zu zeigen, wie man das macht. Deswegen einfach nur einen kleinen Ordner angelegt mit Quicktip. Da fangen wir einfach an, eine neue Aktion anzulegen. Und wir fangen ganz chillig an mit Dutch and Burn. Dem Ganzen geben wir noch die Funktionstaste F1 dazu. Das hat folgenden Grund: Ihr braucht später im Workflow nur F1 drücken oder wenn ihr mit Grafiktablett etc. arbeitet, gibt es hier oben gleich noch den Schaltflächenmodus. Das zeige ich euch auch noch später. Dem Ganzen geben wir die Farbe Gelb. So findet man das dann später in den ganzen Aktionen schneller wieder. Dann fangen wir schon an mit der Aufzeichnung. Dutch and Burn Ebene ist kein Hexenwerk, das wisst ihr selber. Ihr drückt die Alt-Taste unten auf eine neue Ebene, dann öffnet sich dieses Fenster. Da könnt ihr gleich eingeben Dutch and Burn, damit es auch schön dann, oh, Schreibfehler, wer Schreibfehler findet, darf sie behalten, ihr kennt, hey. Ach Gott, jetzt wird's aber, so, jetzt haben wir es, Dutch and Burn, da gehen wir die Farbe Gelb. Und setzen den Modus auf weiches Licht und dann könnt ihr hier unten dieses Kästchen aktivieren und eure Ebene füllt sich mit 50% Grau. Das Ganze bestätigen wir und schwupp habt ihr eine Dutch and Burn Ebene. Dann können wir diese Aufzeichnung stoppen und jetzt kontrollieren wir das Ganze einfach mal mit Nachbelichter und Abwedler. Machen hier mal ein bisschen heller. Ich arbeite jetzt nicht so sauber, gebe ich gleich offen und ehrlich zu. 22% Belichtung ist gut. Hier, ups, falsche Taste. Hier machen wir ein bisschen dunkler. Da, 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 da. So, hier Sachen, die man eigentlich nicht so machen sollte. Aber es geht jetzt nur darum, mal zu zeigen, dass das super schnell geht. So, und jetzt haben wir, sagen wir, das gemacht und wollen die nächsten Geschichten machen. So drücken wir jetzt einfach nur die Taste F1 und bumm, haben wir die Ebene nochmal neu. Also man braucht nicht diesen langen Weg gehen. Machen wir hier auch noch ein bisschen was. So, und dann seht ihr, jo, 1A, geile Geschichte. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt immer auf F1 drücken wollt, weil ihr sowieso eigentlich immer irgendwie nur am Grafiktablett, dann geht ihr hier oben auf diese Strichelchen und dann könnt ihr hier den Schaltflächenmodus aktivieren und schwupp habt ihr da euer Dutch and Burn. Steht auch extra hinter F1, dass es dann, also dass ihr auch über die F1-Taste gehen könnt, um da hinzukommen. Oder halt einfach hier draufklicken, bumm, habt das nächste Mal. Machen wir auch nochmal schnell ein bisschen was. So, da ein bisschen heller. Ganz easy. Ich hoffe, ich habe euch helfen können damit. Viel Spaß mit diesem Quick-Tipp und in nächster Zeit werden auch noch weitere folgen.